Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Pauli, ne? So hieß das doch, ne? Dead Pauli, ja. Genau. Tobias und ich gefangen. Oh, hier sind Kugeln. Alter, die Kugeln sieht man ja kaum. Ich habe gerade Kugeln gefunden, aber die sehen aus wie ein Grafikfehler. Ich wollte nur mal gucken, ob da was durchwächst. Aber es waren Kugeln. Ja, das sind kleine Mini-Dinger, ne? Ja, das ist echt... Ja. Ja, das wird natürlich ein bisschen schäbig, ne? Aber na gut, was willst du machen? So. Mal die Räume ein bisschen absuchen, wenn wir schon mal hier sind. Drei Steine. So. Okay, warum bin so ich mitten im Raum? Ich habe keine Ahnung. Vor allem auf der 70. Etage, weißt du? Das ist irgendwie so weird. So. Oh, warte mal, waren das auch wieder Kugeln oder wächst da was durch? Oh, hier wächst eine Mo... Hier wächst. Hier liegt eine Mosin-Nagat. Eine bitte was? Eine Mosin-Nagat. Das ist eine Knarre. Oh, nice. Soll ich mitnehmen? Wenn du Platz hast, ansonsten kann ich es auch mitnehmen. Ja, warte, das müsste eigentlich gehen, oder? Nee, no space for item. Zum Aufnehmen bräuchte man die Heavy... Muss man die Heavy West ein bisschen leerer lassen, glaube ich. Ach, ich kann aber auch Sachen da rein. Ich kann auch Sachen jetzt hier, die Car Battery. Also eigentlich habe ich Platz. Ja, nimm sie ruhig mit. Warte, no space for item. Wir können sie eh nicht benutzen. Ja, das wird sich dann... Ach, Alter. Russian Long Range Bolt Action Rifle, okay. Und wenn ich dann hier opne, ach, die passt da gar nicht rein in den Slimline-Rucksack, weil der so slim ist. Slim, 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 was aus dem Rucksack geworden ist. Und da oben haben wir Max Weight. Nicht Max Payne, sondern Max Weight. Oh, das ist der Nachfolger, der auf ein neues Max Payne wartet. Max Weight. Achso, ich dachte, das wäre der fette Max Payne. Achso, ja. Geht auch, ja. So, war's das hier alles? Ja, okay, das war's. Ja, cool. Das war's hier. Junge, vielen Dank nochmal, dass du mir meinen Arsch gerettet hast, ne, letzte Folge. Ja, ist auch kein Problem. Hast mir einfach meinen Arsch gerettet, Tobi. Oh, hier ist noch eine AKM drin, aber ich lasse sie da einfach nochmal liegen. Viele Waffen brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay. Wo ist der Bunker? Du hast irgendwas mit einer Keycard letztes Mal gefunden. Ich habe ich habe einen Bunker gefunden, aber oh, hier liegt eine AKM drin. Kriegst du noch? Achso. Ich lasse ja mitnehmen. Ja, müssen wir nicht unbedingt. Keine Ahnung. Oh, Erik. Ja. Schau mal ran. Ach, hier ist aber nicht irgendwie groß was. Ich dachte, ich wandere hier. Ah, okay, schade. Car Battery. AK-30 Magazin kann man auch liegen lassen inzwischen. Man hat's ja, Tobi, ne? Man hat's ja. Hier noch ein paar Nägel, die nehme ich mit, so. Ich in diesen Bunker reingehen. Ich will auch in den Bunker rein. Bunker 11. Also, ich habe einen Bunker gefunden. Ich habe noch ein Camp-Pack gefunden. Willst du das haben? Kann ich mitnehmen, ja. Warte. Ich habe eine Apokalypse-Weste gefunden. Warum? Ist das cool? Mit Tobi? Ja. Also, wenn du haben willst, ne? Hier ist ein Camp-Pack. Ich komme. Ja, ja. Auch mitnehmen, ne? Also wenn du noch Platz hast, dann... Ja, also ich hab... Wie viel wiegen die Dinger eigentlich? Ja, dann nimm mit, dann kannst du die gut stapeln, weil die gehen ja gut in ein so ein Ding rein, ne? Genau. Ja, nimm mit. Da würde ich Slimline Backpack einfach mal openen. Oh, shit. Oh, warte. Alter. Oh, warte, ich muss da gleich nochmal an den Dingens ran. Ja. Warte mal, Bandage. Ich muss mal ganz kurz bandagen gerade. So. Die sind leider sehr... Ah, die Bandages bringen ja kaum was. Holy shit, die Scheiße. Das sind die echt low, ja. Hast du noch Painkiller? Ja, hab ich noch, aber ich wollte ihn so verschwenden gerade. Okay. So. Okay, erstmal alle Bandagen aufgebraucht. Okay. Slimline Backpack. Das Ding hier rein. Und dann kann ich da nochmal zwei Militaries reinpacken. Okay. Gut. Hab. Nice. Prima. Das ist ein Helm. Jetzt kann ich alles mitnehmen. Hier Munition. Ich habe ein bisschen Munition gefunden. Ich habe 4 Kugeln gefunden. Geil. Alter, ist das scheiße.
drüber, da lacht er sich bestimmt drüber kaputt. Ja, ich glaube auch. Piu, piu, piu. Und dann noch daneben schießen wahrscheinlich. Ja. Traurig. Okay, hier sind viele Autos, also wenn wir Metall brauchen, wäre hier der Place. Oh, nice. Das sehen wir eigentlich auch nicht. Aber ich gehe mal, geh mal in den Tunnel rein, ob da noch irgendwas anderes ist. Ja. Ich glaube nicht, aber nee. Kein natürlich ein noch kleinerer Tunnel, ne? Wenn man hier gebaut hätte, du hättest halt ewig Metall gehabt. Ja, aber die Autos stehen alle da rum, das ist doch scheiße, sieht scheiße aus. Also du hast natürlich recht, ne, aber... Ja. Sieht kacke aus. Sieht scheiße aus. Sieht leider scheiße aus. Ja, sieht halt scheiße aus. Hätte zu uns gepasst, aber halt auch. Ne? Ja. Ist wie bei uns, Tobi. Ja. Eigentlich ganz nice, aber sieht scheiße aus. Ja, ja. Da ist ein Schrank! Da steht ein Schrank! Oh, geil! Kannst du... Ich kann den, glaube ich, mitnehmen, ja, warte. Soll ich Sachen von dir vielleicht nehmen? Obwohl mein Hauptinventar ist leider voll. Ich glaube, das geht. Warte mal. Okay, ja. Aber warte, wir kriegen Besuch. Ich glaube, das krieg ich. Oh, der... Der Zombie greift da gar nicht an. Der hat mich nicht angegriffen, der ist erst zu dir. Ja, das ist manchmal ein bisschen sehr verbuggt irgendwie noch, irgendwie alles, ja. Passiert. Okay, ich glaube, ich krieg den nicht mit, oder? Krieg ich den mit? Irgendwie? Ja, mit meinen zwei Campacks kriege ich den auf keinen Fall mit, leider. Warte mal. Ich muss ihn nur einmal aufheben können, das wird schon reichen. Ja, perfekt. Okay, super. Stimmt, du kannst ja was reinpacken dann, ne? Genau. Okay. Das ist bitte. Okay. Was denn? Warte. Ja. Ich muss irgendwie meinen Sack wieder aufheben können. Mein Adventure Pack. Ja. Das ist genau mein Problem, was ich da auch habe. Kann ich das so machen? Achso, ich kann das nicht craften, weil ich das nicht mehr... Doch, für 59? Hä? Ach, da sind die, okay. Hä, wieso kann ich das jetzt nicht aufheben? Wie viele Dinger brauchen das? Hä? Warte mal. Der Schrank ist leider riesig, ne? Weil das so rumgedreht... Oh, weil das so rumgedreht ist. Deshalb geht's nicht. Max Weight. Wieso ist das Max Weight? Oh, das hat 34 Kilo, deshalb. Alles klar. Ich habe mal Gunpowder und Shades mitgenommen, dann hast du Spaß ein bisschen Platz. Mhm. Und ich gehe mal ein bisschen hier in die Richtung. Na komm, ich lass die Karabiner weg. Die brauchen wir eh nicht. Ach, weil ich im Adventure Pack noch ein Adventure Pack drin habe, ich verstehe. Schlurf, 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 schlurf. Ja, der ist gut drauf, ne? Mhm. Birkenstock-Zombies. Oh, der kommt zu uns. Ja, der kommt zu uns, der hat es gesehen. Ja. Oh. Ich hab immer Angst, dich anzugreifen. Manche sind sehr aggressiv. Ja. So. Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann leider einfach gar nicht. Wie groß ist der Schrank? Oh, der ist halt echt riesengroß, ne? Ja, 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 ja. Okay, warte. Military Backpack, wenn ich das so mache. Ist auch so ein Riesending. Und ich könnte einfach das Military Backpack, was ich auf dem Rücken habe, einfach weglassen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Aber was willst du stattdessen dahin machen? Ja, das andere große Ding, wo ich die mehreren Sachen drin habe. Ah, oh, okay, okay, okay. Das Military Backpack könnte ich vielleicht sogar noch nehmen. Ah, nee, kann ich nicht. Ich kann jetzt ja irgendwie nichts Großes mehr aufheben. Es sei denn, ich packe mein erstes Camppack weg, dann wird's gehen. Ist der Military Backpack leer? Du weißt nicht gerade. Ich behalte einfach den großen Nomad Pack dann hier auf dem Rücken, das passt schon. Okay, ist leer. Warte mal, gib mir mal eine Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Ich schmeiß das hier mal kurz weg. So. Ja, da ist eh nichts drin.
Das Nomad-Ding ist riesengroß, was ich auf dem Rücken habe. Das Teil hier, das ist riesig. Das ist okay, das ist nice. Warte, warte, aber ich probiere die Sick Shades, warte mal. Das müsste doch jetzt gehen, oder? Okay, open. Und dann die beiden dahin. Military Backpack dahin. Und schon müsste es gehen und wir sind wieder im Rennen. Open. Cool. Jetzt habe ich dein Backpack in mein Campack gepackt. Jetzt habe ich quasi drei Rucksäcke, also mehr noch. Da liegt noch, da liegt noch ein Military Backpack. Kann ich noch mitnehmen. Ich auch. Kann ich sogar noch den Karabiner mitnehmen. Jetzt bin ich aber wirklich voll. Okay. Okay. Heavy West? Okay, alles klar. Jetzt brauche ich nur noch so einen Rucksack, wie du auf dem Rücken hast, brauche ich auch noch im Rücken. Weil dann kann ich noch besser Inventarmanagement betreiben. Wenn du mal... Oh, was liegt denn hier? Eine AK-203. Oh. Kannst du mitnehmen? Oder kannst du die Six Shades hier mitnehmen? Vielleicht kann ich die dann... Nee, kann ich nicht. Okay. Ich kann die mitnehmen eigentlich. Doch, warte. Ich brauche wirklich einen größeren Rucksack auf dem Rücken. Oh, Alter, hier liegt noch eine Karabiner. Okay, das Ding braucht sehr viel Platz, aber es geht. Ja, wobei die 98K, die ist eh scheiße. Die brauchen wir nicht. Okay. Was, wenn ich Hold mache? Nee. No slot available. Okay. Wäre natürlich noch geiler, wenn man den Rucksack auswählen könnte, wo man die Sachen reinpacken will, ne? Ja, das wäre cool. Oh, süß. Er hat Blumen dabei, Tobi. Er hat Blumen dabei. Oh. Ich zoome mal kurz das Haus durch. Warte mal, was ist das denn da? Ah, Red Crate. Hier liegt noch ein Red Crate rum. Aber die sind zu groß, glaube ich. Zu mitnehmen. Ich kann die, glaube ich, nicht mehr mit. Doch, ich kann die mitnehmen. Oder? Ich würde gern wissen, wie viele Rucksäcke in so einen Schrank passen. Und zwar von diesen Camp-Rucksäcken, wo man dann auch Military-Rucksäcke reinpackt. Jeweils zwei. Alter. Alter. Ich würde es wirklich gerne ausprobieren. Jetzt, wo ich drüber rede. Soll ich den Schrank mal vorbeibringen, oder was? Warte, ich muss erstmal. Waterjug. Warte, ich mache erstmal hier Military-Ding. Da tue ich mal den Dingens rein. Den Pumpkin. Jetzt muss ich das Ding hier. No space for item. Scheiße, weil ich einfach zu schwer bin, ne? Ich habe den Mosi noch dabei. Was ist denn hier so? 3,5? Was ist denn hier so schwer? Die Rucksäcke wiegen natürlich auch alle. Das Metall wahrscheinlich. Oh, Military Backpack wiegt alleine schon 10 Kilo. Ja, ja. Mein Panzerding. Warte. Mein Backpack hat auch gerade schon 34 gewogen. Warte mal, ich habe einen anderen Military Backpack, der wiegt 2,5 Kilo. Der Camouflage-Rucksack wiegt 2,5 Kilo, hat aber genauso viel Platz drin. Okay. Also. Oh, das geht nicht. Okay. Also würde ich quasi. Also sollte ich dann nur noch Camouflage-Rucksäcke tragen, weil ich dann viel mehr schleppen kann. Ja, voll gut. Okay, das wird langsam interessant. Leider kann ich den Waterjug jetzt trotzdem nicht mitnehmen. Shit. Ich könnte den Helm liegen lassen. Ach, ist egal, das ist jetzt auch Wurst. Wir brauchen ihn nicht unbedingt und wir kriegen bestimmt noch ein paar. Aber langsam, ne? Langsam, langsam, langsam. Man lernt ja langsam dazu bei dem Game. Ja, also mit den Rucksäcken ist halt schon nice, weil das erspart dir halt extrem viel Rumlauferei. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich nur noch ein... Also wenn ich vier Rucksäcke Camouflage habe, dann wiegen die zusammen 10 Kilo insgesamt. Das würde mir sau viel Platz... sau viel Gewicht sparen. So einfach habe ich noch nie abgenommen, Tom. Ja. Hier sind wir. Wir sind gleich schon wieder zu Hause, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin immer noch in diesem Haus da drin gewesen, wo wir gerade eben waren. Ja, ja, ja. Ich bin nur ein kleines Stück weiter gelaufen. Ah, hier, ja. Ich habe dich gerade gefunden. Hallo. Ach, hier war doch... Hier. Okay. Hier bin ich ganz am Anfang gespawnt. Ganz, ganz am Anfang. Malerisch. Schön, ne? Guter erster... Oh. Guter erster Eindruck. Repairs. Ja. Was? Das sieht ja cool aus. Scouter. Ja. Okay. Früher hieß der aber mal anders. Da konnte er einen Namen nicht schreiben, deswegen. Da ist noch ein Medikit, ich weiß nicht, wie man das mitnimmt.
Wie groß ist das? 2x2 ist das. Lohnt sich, glaube ich, auch. Weil das hielt ich, glaube ich, einmal komplett hoch. Oh, wir sind an der Kirche und dieser scheiß Ding ist immer noch da. Der Fette! Tobi! Oh! Hier drin kann er nichts machen, ne, oder? Ich weiß es nicht. Hast du einen Globus dahingestellt? Sieht cool aus. Ja, ja. Lass mal abhauen. Vielleicht. Ja. Nur so eine Idee. Nicht, dass er sich durchs Fenster quetscht, keine Ahnung. Ja, man weiß es nicht. Wieder da oben. Beim Foodmarket, der Arme. Wieder da. Ach, sitzt. Der sitzt, ja. Finde ich gut. Oh. Beruhig dich doch mal, was bist du aggressiv, verdammt nochmal. Hinter dir. Oh, hey, ja. Oh, eine Oma. Oh, Vorsicht. Ja. So, nichts dabei, schade. Dann durchsuch erstmal den Müll. Junge, Junge, die haben auch. Oh, nochmal 10 Painkiller, geil. Hier war doch irgendwo eine Bärenfalle, ne? Ach, neben der Kirche war das. Was ist denn DE-Magazin, okay? Hört sich an wie so eine Zeitschrift. Ja. Oh. Früher das CT-Magazin. Oh oh. Wir kriegen Besuch, Tobi. Wir kriegen ganz viel Besuch. Okay. Alter! Den muss ich doch irgendwie mitnehmen, oder? Wie viel wiegt denn der? 1 Kilo. Okay, warte. Hä, die hat eine Blume dabei, ein Bücherregal und einen Stuhl. Was hat die vorgehabt? Warte mal. Maximalgewicht, scheiße, kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay, lass ich hier. Hä, auch mal Maximalgewicht? Okay. Der wiegt 2,5. Okay, kann ich irgendwas davon ablegen? Vielleicht die Car-Battery wiegt auch 10 Kilo. Hui. So. Mein neuer Look gefällt mir. Oh, geil, Assassin's Creed Odyssey, Mann. Das ist Sparta. So, was ist das hier? 9 Volt Batterie, geil. So, ich bin bei der Bombe gerade. Oh, warte mal, hier liegt noch ein Apfel, den esse ich mal direkt, glaube ich. Tomate, noch besser. Gleich mal reinfressen so ein bisschen. 5 Medikits sind das. Krass. Ja, die sind nice. So, Box of Nails, die nehme ich gerne mit. Da. Military Backpack. Oh, 2,5 Kilo. Und noch, willst du auch so einen Helm haben, Tobi? So einen Sparta-Helm? Ja. Ja, warte, ich komme. Cool. Ach, mal, das war der 2,5. Okay, es gibt Rucksäcke, die... 11,5, 10. Ist das vielleicht wegen dem Inhalt? Ist natürlich nur die spannende Frage, in welchem Haus bist du? Das ist der Inhalt. Oh, deswegen wegen die 10 Kilo. Cool. Alles klar. Manchmal bin ich. Okay, das hätte ich natürlich vielleicht erahnen können. Den Rucksack wollte ich. Tobi, pack meinen Rucksack wieder. Ich hab das Falsche rausgenommen. Ich tue da gerade meine Sachen rein, so flupp weg. Oh, geil, da waren Sachen drin. Gib den wieder her. Jetzt ist er weg. Verdammt. So. Okay, das Wasser wiegt so viel und alles, was ich dabei habe. Okay, da muss ich vielleicht mal. Wir müssen Sachen ablegen, glaube ich. Ja, wäre vielleicht besser. Ich dachte, die Rucksäcke wiegen so viel. Cool. Aber wir sind gleich, glaube ich, ne? Oh, warte mal, Pets Grocery Foods. Da gehe ich aber mal rein hier. Hallo. Da ist ja niemand mehr. Ja, ich kann auch. Oh, guck mal, ein Backpack. Oh, was für ein Ein normaler, okay. Hallo. Tomaten. Pumpkin kann ich nicht. Oh, das kann man noch mitnehmen, oder? Heavy West, okay. Dann. Er ist der Bruder von Kanye West. Den gleichen Witz wollte ich gerade machen. Exakt den gleichen Witz. Wir sind sehr einfach gestrickt, Erik. Ja, leider, ja. Es wird nicht besser. Huch! Ich habe ein Mainboard gefunden. Ein Circuitboard habe ich gefunden. Ja, geil, da können wir eine Lampe machen. Cool. Oh, nice. Und noch ein Camp-Pack, Tobi. Wie kriege ich das? Kriegst du das noch? Oder krieg ich das? Ja, das krieg ich noch unter. Warte.
Kriegst du? Ansonsten, ich glaube, ich könnte es auch noch unterkriegen. Ich muss nur... Ich hab's einfach in den Military Backpack gepackt. Okay, wir werden das niemals auseinander diffeln können zu Hause. Doch, 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 doch. Die Campacks machen wir als Hauptding einfach immer in den Schrank rein. Okay. Hast du gerade die Bandage mitgenommen? Ich wollte die gerade benutzen. Ja. Flupp, ist sie weg. Ach so, willst du die haben? Brauchst nee, du die? Ach, alles ist. Nee, wir können die selber craften. Fand's nur lustig. So. Sehr viel Metall. Bist du mal über die Leichensäcke hier gelaufen? Hm, was bin ich? Bist du mal über die Leichensäcke hier gelaufen? Ja, ja, hab ich schon gesehen. Das ist echt widerlich. Ja. Ja. Brauch ich, wenn du läufst. Da. So. Guck mal, da geht jemand campen. Schneller! Schneller! Los! Ich setze einen Zehner, ob er es schafft. Wie könnt ihr euch über Zombies lustig machen? Na klar. Wenn jemand drüber sie lacht. Ja. Oh nein, nicht der Lachrasenmäher. So, ach, endlich wieder zu Hause, Tobi. Ja, voll geil. Ich hasse dich so sehr, ne? Doch, ich hab ja Besuch, hallo. Ja? Au, ah! Oh, es hackt. So, jetzt will ich unbedingt mal wissen, wie viele Campacks gehen in so ein Ding hier rein, in so einen Schrank? So, open. Open. Das ist so lächerlich. So, das sind 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ah. Okay, aber 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Okay. Also 4 Campacks gehen in einen Schrank. Mhm. In ein Campack gehen 2 Military-Rucksäcke. Okay. Das heißt, theoretisch... Ein Schrank kann 1000 Kilo halten, das heißt, dem ist das egal. Ich wünschte, man könnte die Rucksäcke noch benennen, das wäre irgendwie noch nice. Oh ja, das wäre geil, dann wäre das noch übersichtlich. Ja. So wird es, glaube ich, mit der Übersicht irgendwann vielleicht ein bisschen kritisch. Ja, das stimmt. So, einmal Helme und dann noch einmal Masken. In dem Rucksack hatte ich Wasser drin, glaube ich, ne? In dem hier. Ah ne, das war die Knarre, die kann ich ja eh wieder mitnehmen. Blub und ein Pumpkin. Okay. Und dann kommt der hier, kommt dann da rein. Nur so testweise. Ne? Ich probiere gerade ein bisschen rum. So. Dann hier. Hier. Da sind Helme drin. Achso, warte, 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 warte. Ich komme jetzt schon durcheinander. Hier. Huch. Noch ein Helm. So. Dann habe ich hier den hier. Der ist ein bisschen damaged und dann packe ich den noch dazu. So, dann habe ich da schon mal welche und der hier ist noch leer. Und theoretisch kann ich den Campack dann jetzt auch hier reinpacken. So. Okay. Und hier, also wenn man das möchte, könnte man dann theoretisch so zum Beispiel... Hopp. Hopp. Okay, das ist eigentlich schon echt ganz nice. So, und die AK muss ich leider wieder mitnehmen. Und zwar wahrscheinlich erstmal hier drin, ne? So, plupp. Und dann kann ich weiter aussortieren. Okay, Tobi, guck mal ganz zum Spaßeshalber. Ich habe jetzt hier im Schrank so ein bisschen rumprobiert. Ja. Ich glaube nicht mal, dass das die optimale Belegung ist. Ich habe sogar schon ein Dings da reingepackt. Okay. Eine Maske. Okay, okay, okay. Perfekt. Super. Vor allem bei den Waffen, ne? Du kannst halt pro Dingens, Rucksack kannst du halt so eine Waffe und dann mit Magazin und bla bla bla. Hä? Ja. Profits. Hä? Der Woodrest hat ja auch so viel Platz. Ja. Und der ist kleiner, ne? Lustig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also, der hat ja noch mehr Platz als die Schränke. Ja. Ich
ich verstehe die größten Dings von dem Spiel sowieso nicht so ganz, aber hey. Dann würde ich die Rucksäcke da reinpassen, da reinpacken. So, ich habe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 4. Da passen 6 Rucksäcke rein. 6 Camp-Packs passen dann da rein. Dann sollte man diese scheiß Schränke einfach komplett weghauen und nur noch diese Sideboards nehmen, eventuell. Ja, man kann ja auch ein bisschen mischen, er sieht ja auch dann wohnlicher aus. Ne? Oder in einen Wooddresser passen wie viele andere Wooddresser rein? Aber ernsthaft, oder? Ich glaube das schon, aber ich glaube, so viele Items gibt es halt einfach nicht, dass man es jetzt im Moment bräuchte, oder? Naja, also wenn du 3 Wooddresser reinpackst, einen für Essen, einen für Trinken, einen für Medizin zum Beispiel. Aber du musst den dann immer wieder da rausholen, weil du kannst den nicht da drin aufmachen. Du musst den dann immer hinstellen zum Aufmachen. Du kannst den nicht im Inventar öffnen. Kannst du nicht? Nee, nimm mal den Schrank hier, wenn du Platz hast. Nee, kann ich nicht. Ich kann es nur du nehmen. Also rechtsklick öffnen geht da nicht im Inventar. Warte mal, ich probiere es nochmal, aber ich meine, das geht. Nein, place und drop. Schade. Der geht da leider nicht. Ja gut, aber mit den Camp-Packs geht's halt trotzdem, ne? Oder vielleicht einfach Slimline-Rucksack oder nur Military-Backpacks würde ja theoretisch auch gehen. Das ist ja schon mega, dass es überhaupt so geht. Also... Also man kann, ne, man muss ja nicht unbedingt die Camp-Rucksäcke nehmen, obwohl würde ich schon empfehlen, aber ich glaube, auf Dauer gesehen. Ich gehe mal kurz weiter aussortieren. Ja, Pumpkin, wo war denn der jetzt nochmal? Heilige Scheiße. Das, was noch gut wäre, wenn man Sachen sortieren könnte. Ja, mit einem Klick, ne? Jo, das wäre wirklich Gold. Aber diese Wooden Boxes sind dagegen halt echt kacke. Die sind voll für den Arsch. Ja. Jetzt im Vergleich sind die echt für den Arsch. Warte mal, und das hier im Vergleich. Okay, den normalen Backpack soll ich auch weghauen und dann stattdessen ein Military Backpack da hinhauen. Der hat nochmal ein bisschen mehr Slots. Okay. Gut, das waren die Pumpkins. Open Tomato. 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 Banana. Metall muss ich dringend loswerden. Nails kann ich öffnen. Nails kann ich öffnen. Dann stack ich das eben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Painkiller werden auch mal mehr. Hast du irgendwo dein Geld versteckt oder hast du das im Inventar? Ich hab's im Inventar einfach, weil das kannst du ja eh stacken ohne Ende. Okay. Ja, ja, ja. Easy peasy. Wenn du was brauchst, Tobi, wenn du was brauchst, sag Bescheid, ne? Easy. Geil, Tobi. So. So widerlich einfach. Alter, dieses Schlürfgeräusch. Okay, Wire. Pack die Wire mal da hinten hin, dann kann ich den Nägel hier vielleicht noch draufballern. So, was kommt da noch rein? Brass kommt hier noch rein. Noch ein bisschen Metall. Ah, schön, langsam ist wieder leer. Warum habe ich blaues Tape mitgenommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe auch schon mein blaues Tape da entleert. Ich glaube, das. Ja, cool. Ja, warum auch immer. Den Bunkerschlüssel nehme ich mal mit, ne? Falls wir den finden irgendwann. Oh, ich habe da noch was. Oh, das stelle ich hier auf den Tisch. Da wird den Tobi bestimmt freuen. Das place ich jetzt hier einfach auf den Tisch. Ist das... Ja, Tobi. Boah, wie cool. Ist das ein Gamecube? Ich glaube, ja. Ding? Also, ja, ich glaube. Voll geil. Richtig nice. Jetzt noch ein Fernseher hier dazu, ey, und dann auf geht's. Dann machen wir uns hier eine fette Sofa-Ecke, Tobi. Dann boah, jetzt mal Pokémon Colosseum spielen, geil. Let's go. So, Water Jug. Diese Water Jugs, diese hässlichen. Ich wollte auch noch welche loswerden. Also einen zumindest mal. 10 von 10. Die sind echt ugly, diese Water Jugs. Ja, die sind nicht schön, ey. Nee. So, ich mach hier mal Essen und Trinken, mach ich mir hier mal rein.
So. Ach, ich habe noch mehr Nägel. Painkiller habe ich halt nicht wenig. Muss ich mal gucken, was ich damit mache. So. Junge, das Inventarmanagement. Was ist denn da los? Der Schrank oben ist ja sehr gut gelungen, Tobi. Mega, ne? Ja. Also von meiner Perspektive aus sieht ja gut aus. Ich freue mich, Tobi, das hast du ganz toll gemacht. Danke. So, DEM. Für DEM, fürs... Ach, für die Desert Eagle ist das. Seven Round Magazine. Aber was kriegt denn, was braucht die Desert Eagle für Patronen? Ich hab keine Ahnung. Ich... FMJ. Ich hab FED. Federal. 792. 556. Hast du das nicht dabei stehen bei der Desert Eagle? Ach, hier waren die Dinger drin. Wo waren die Waffen jetzt drin? Ach, drüben in den Waffenkisten, ne? Ja. Nein, hier. Okay. Kann ich die auf die 3 ziehen eigentlich? Und dann kann ich die... Ah, okay. Oh, nice! Oh ja. Drei Schuss? Drei Schuss, also jetzt zwei. Okay, nice. Nächste Folge gehen wir zu der, zu dem Geist. Was? Ja, klar. Hast du auch Muni drin, oder was? Nö, aber du hast zwei Schüsse. Die werden wohl reichen, oder? Beim Geist? Der ist doch so ein Special-Gegner. Glaube ich noch nicht. Ja, ein Hund ist doch egal, Erik. Ist doch lustig, wenn du dann wegrennst, weil ich auf dich losgehe. Und dann mache ich heiße Liebe mit ihr und du bist traurig, weil du niemanden hast in dieser gottverlassenen Welt und dann bringst du dich um. Das will ich nicht riskieren, Tobi. Aber zwei Schuss, das sind zwei Kills, Mann. Weiß ich nicht. Ach, Ammo Punkt 5. Die braucht Punkt 5er Ammo. Aber die Standard-Ammo geht nicht, oder doch? Cannot chamber Ammo on this weapon. Also hätte ich die Schuss auch nehmen können, theoretisch? Ich bräuchte jetzt also noch ein DE-Magazin und könnte da dann eine andere Kugeln reinballern, oder was? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, ich muss auch mal irgendwie, glaube ich, 30 Painkiller loswerden. Und ein Fußballhelmet, den ich irgendwie noch mit dabei habe aus irgendeinem Grund. Oh, cool. Das ist deiner übrigens von vorhin. Habe ich nur mitgenommen. Ach, der Fußballhelm auf jeden Fall. Ja, genau. Fußballhelmet. Dann... Okay, die wiegen 0,5. Die Painkiller wiegen eigentlich fast gar nichts, ne? Ach, ich hab ja noch... Oh. Da fällt mir was ein. Ich hab ja noch, was hat die eigentlich? 762. Was mach ich denn hier? Warte mal, 762. Oh Gott, das wird alles dauern, hier das alles zu lernen. Okay, das müsste theoretisch gehen. Geht das oder geht das nicht? Warte mal. Okay, muss ich die rausnehmen und dann hier rein? Nee, hä? Equip? Ich verstehe es gerade nicht. Eine 762 und hier Ammo 762 8 x 54. Ah, oh Gott. Was ist denn... Also theoretisch gesehen könntest du jetzt noch die... Also welche du nehmen könntest, ist die 762 39, ne? Da oben die 6 Schuss könntest du da reinpacken. Ja, in die Musin kriege ich irgendwie gar nichts rein von den Dingern, die wir haben. Ach, warte mal, 54? Doch, kriege ich. Okay, geht irgendwie nicht. Ach, das ist nur für die Dragunov. Okay. Die Magazine gehen immer nur bei einer bestimmten Knarre. So viel verstehe ich. Ich weiß aber immer noch nicht genau. Dragunov zu Dragunov, das verstehe ich. Aber für die Musin haben wir jetzt kein passendes Magazin, ne? Ich glaube nicht, ne. Schade. Wollte ich mich gerade... Junge. Können die das nicht... Können die da keine DIN-Normen einführen? Was soll denn die sagen, dass jeder seine eigene Knarre macht? Das muss doch nicht sein.
Nee, es kann auch wirklich jeder mit der gleichen Waffe schießen. So. Ich mach mal ganz kurz hier die AK, hol ich da auch mal raus. Dann versuche ich mal ein bisschen hier durchzusortieren. Okay, die AK ist ein bisschen kleiner. Dann tue ich die hier wieder rein. Wirklich so aussieht, also fast so aussieht wie die Karabiner, ne? Wie die Karak. Mhm. Also der geht da sehr ins Detail offenbar. Naja, ich glaube auch. Hm. Okay. Gut, Desert Eagle habe ich dabei. Theoretisch, wenn ich noch ein DE-Magazin finde oder wenn ich das Magazin hier leer schieße, kann ich vielleicht nochmal nachladen. Mit 18 Schuss. Also nicht alle auf einmal natürlich, aber da muss ich mal gucken. So, was haben wir hier noch? Open, da habe ich Essen und Trinken dabei. Und hier habe ich noch eine AKM in der Tasche, weil das hat man einfach so, da wo ich herkomme. Berlin. Ja, okay. Dann räume ich die FAMAS hier mal raus, pack die hier da rein, dann haben wir zwei AKM, dann tue ich das da mal hier hin und dann haben wir da vielleicht noch eine zweite rein. Ich habe keine Ahnung, ich bin die los. Ansonsten, Painkiller haben wir da, Pizza und Essen ist da, die Painkiller tue ich hier nochmal hin. Das Geld tue ich hier hin, damit ich noch mehr tragen kann, den Schlüssel auch. Bandagen, kann ich die Painkiller da reinpacken? Nee, ne? Ah, okay. Sachen, die du im Hotslot hast, unten, musst du im Hauptinventar haben. Die kannst du nicht einfach irgendwo reinpacken. Ja, die müssen oben drin sein, habe ich vorhin auch schon gemerkt, leider, ja. Ja, 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 ja. Okay. Gut, aber langsam, langsam wird es ja. Langsam? Ja, ja, doch. Also, gerade das mit dem Druck, das ist natürlich mega, mega platzsparend. Ja, finde ich auch, Tobi. Ja. Kommst du, Erik? Oh, mit dem ist nichts mehr los, Mann. Der will immer nur zu Hause sitzen. So langweilig. Tobi! 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 Ja, das wird noch ein paar Mal passieren. Ich weiß genau, das wird noch... Das werde ich noch bereuen. Was liegt denn hier noch alles? Oh, da liegen noch Nägel rum. Cool. Wir sind bei 37 Minuten, ey, übrigens. Nice, das finde ich sehr gut. Das heißt nämlich, dass wir uns für diese Folge verabschieden, ne? Das werden wir tun, richtig. Ja, cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge trinke ich vielleicht mal was. Oh ja, das wäre nicht schlecht. Ne? Verdorben. So. Habe ich alles schön in diesem Camp-Pack. Das ist nice. Gefällt mir alles sehr gut. So. Und dann brauche ich noch so einen Rucksack, wie du ihn hast. Diesen geilen. Der sieht wirklich ganz cool aus. Den Bunker oder was? Ja, also sobald ich so einen habe, ne, so genau, also diesen Rucksack, wie du ihn hast, habe ich, glaube ich, noch mehr Platz, um ein bisschen mit Ausrüstung zu jonglieren bei mehreren Camp-Packs. Ja, das ist vorhin das Problem mit dem Schrank gewesen, tatsächlich. Okay, okay, ja, das glaube ich. Der ging ganz gut hier mit dem Nomad-Pack, das hat ordentlich Platz. Ja, den brauche ich, den muss ich mir holen. Nice, dann weiß ich schon, was ich mache. Nächste Folge. Und ich hole mal was zu essen irgendwo. Wobei, ich esse irgendwo eine Pizza, Tobi. Oh, Alter. Die ist schon ein bisschen älter. Hat aber Käserand. Einen sehr harten. ich höre, du hast dieselbe Pizza. Geil. Ja. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.